Superfood, dazu zählen beispielsweise Acai-Beeren, Chiasamen, Weizengras und Quinoa. Diese Produkte gelten längst nicht mehr als reine Nahrungsmittel, sondern als Lifestyle-Produkte. Denn sie machen schlank und schön, schützen vor Krebs und geben den extra Energieschub, wenn man der Werbung glauben mag. Doch stecken tatsächlich Superkräfte in diesen Nahrungsmitteln oder wird das Resümee am Ende des Videos vernichtend sein? Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt jetzt alle Facts. Bei Klick zum Science Fiction. Herzlich willkommen. Ja, und wie immer gibt es am Ende des Videos den Link zu WhatsApp, da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr auch Themen vorschlagen, die hier ziemlich schnell umgesetzt werden. Die Acai-Beere kommt aus Südamerika und ist viel mehr als eine unter vielen Beeren, denn sie macht schlank, beugt wegen ihrer Antioxidantien Falten vor und gibt einen extra Energieschub vor dem Sport. Am besten kombiniert man sie mit Chiasamen, echte Alleskönner. Schon die Mayas wussten vor 5000 Jahren, dass sie aufgrund ihrer gesunden Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren besonders gesund sind. Auch die Avocado, die gut für das Immunsystem, die Haare und die Haut sein soll, gehört in dieselbe Reihe. Und ich könnte ewig weitermachen, aber ihr merkt es selbst, das hat alles eher wenig mit Wissenschaft zu tun, dafür sehr viel mit Werbung und Geldmacherei. Doch fest steht, mittlerweile hat das sogenannte Superfood nicht nur die Biomärkte und Reformhäuser gestürmt, mittlerweile kann man Chiasamen und alles andere auch im Discounter bekommen. Und noch mehr, gefühlt jedes zweite Produkt, sei es ein gewöhnlicher Müsli-Riegel oder eine Tüte Saft, ist mit dem Begriff Superfood gelabelt. Und ja, es stimmt, das wird viel zu oft als Werbezweck missbraucht. Was ist wirklich dran an diesen Star-Lebensmitteln? Fest steht jetzt schon einmal, Superfood ist meistens extrem teuer und da es sich meist um exotische Lebensmittel handelt, sind auch die weiten Transportwege nach Deutschland ökologisch gesehen eine echte Vollkatastrophe. Mit Nachhaltigkeit hat das nicht im geringsten zu tun. Ja, wie wird Superfood denn eigentlich definiert? Es handelt sich um Nahrungsmittel, Achtung Zitat, die größere Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen, Proteinen, sekundären Pflanzenstoffen und essentiellen Fettsäuren enthalten. Das schreibt die Ärztezeitung. Unter Medizinerinnen und Medizinern wird Superfood allerdings eher kritisch gesehen und das hat folgende Gründe. Oft gibt es keine Vorgaben bezüglich der Hygiene bei der Lagerung in den Herkunftsländern. Zudem kann Superfood Wechselwirkung mit anderen Medikamenten haben. Goji-Beeren beispielsweise verstärken Blutverdünner. Bezüglich Chiasamen wird empfohlen, nicht mehr als 15 Gramm pro Tag zu essen, denn es ist erst seit kurzem als neuartiges Lebensmittel in der EU zugelassen. Zudem haben Tests wie beispielsweise der Zeitschrift Ökotest ergeben, dass viele Superfoods mit Schadstoffen belastet sind. Allen voran Schimmel oder Pestizide und das auch bei den getesteten Produkten in Bio-Qualität. Aber was sagen Studien zu den so oft postulierten gesundheitsfördernden Effekten? Es gibt tatsächlich Untersuchungen, die bestimmten Superfood-Kandidaten positive Effekte zuschreiben. Demnach können Chiasamen bei der Gewichtsreduktion helfen, da sie einen appetitzügelnden Effekt mit sich bringen können. Dies hatte eine Studie allerdings mit nur 77 übergewichtigen Typ-2-Diabetikern gezeigt. Eindeutige Effekte auf kardiovaskuläre Risikofaktoren wie zum Beispiel hohen Blutdruck ergaben die Chiasamen dagegen nicht. Spannend dagegen ist der Vergleich mit Leinsamen, wenn man nach Studien geht, denn diese Samen bremsen steigenden Blutzucker in ähnlich hohem Maße wie Chiasamen und genau das empfehlen viele Expertinnen und Experten. Heimische Produkte wie eben Leinsamen oder Haferflocken solchen Superfoods wie Chiasamen oder Quinoa vorziehen. Denn schaut man sich die jeweiligen Mikronährstoffe an, dann sieht man, dass es keine großen Unterschiede zwischen Superfoods und heimischen Produkten gibt. Auch in Nüssen, Pflanzenölen, eben Leinsamen sind Omega-3-Fettsäuren enthalten, wie eben auch in den teuren Chiasamen. Nicht nur die Acai-Beere, sondern auch in den meisten blauen und violetten Früchten und Gemüsearten finden sich antioxidativ wirkende Inhaltsstoffe. Heißt also, mindestens genauso gesund wie Avocado und alle weiteren Gemüsearten und Früchte sind Brokkoli, Aubergine, Grünkohl, rote Beete, heimische Champignons, Heidelbeeren oder schwarze Johannisbeeren. Expertinnen und Experten schreiben vor allem Brokkoli aufgrund seiner antioxidativen Wirkung krebspräventive Eigenschaften zu, also krebsvorsorgende Eigenschaften. Und da gesunde Menschen in Deutschland nicht mit Vitaminmangel zu kämpfen haben, meinen Medizinerinnen und Mediziner, dass normale Ernährung völlig ausreicht. Mehr noch, Superfood sei überflüssig. Auf der anderen Seite schadet sporadisch verzehrtes Superfood sicherlich nicht, aber viel wichtiger, es ist auch kein Ersatz für eine
eine ausgewogene Ernährung. Dazu die Verbraucherzentrale Hamburg. Zwar spielt die Ernährung eine wichtige Rolle für Gesundheit und Wohlbefinden, doch positive Wirkungen hängen nicht von einzelnen speziellen Lebensmitteln ab. Die Auswertung einer großen Zahl langfristig angelegter Ernährungsstudien zeigt vielmehr, dass nur eine insgesamt gesundheitsorientierte Ernährungsweise positive Effekte zeigt. Bam! Hiermit erkläre ich also zum überflüssigsten Produkt des Monats das Superfood. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema Ernährung und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen vom neuesten Video vorab garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klick so mitmachen und Themen vorschlagen oder generelles. Der direkte Draht zu mir einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit. Genau, Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit dafür draufklicken. Bauernhöfe ohne Tiere, vegane Landwirtschaft der Zukunft. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann. Bleibt dran.